Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einer LED-Unterbauleuchte und die hat sogar Farbtonwahl. Das heißt also, dieses Ding kommt bei uns hier in die Küche. Hier, da wo wir es hinpacken, da ist die Spüle, darüber ist ein Regal. Und da werden wir das hinpacken. Aber jetzt gucken wir erstmal an, was überhaupt dabei ist und wie wir das anbringen müssen. Wir haben 2700 Kelvin für warm. Und es geht auch auf 4000 Kelvin neutralweiß. Das heißt, man kann diese zwei Weißtöne auswählen. Es wird also nicht ganz ins Blaue gehen. Ergo haben wir immer ein schönes, warmes oder neutrales Weiß. Das hat was mit dem Farbspektrum zu tun. Wenn wir ins Kalte gehen, dann ist das eher für die Arbeitswelt gedacht. Das ist so neonröhrenmäßig, Leuchtstoffröhrendinger. Und wenn wir ins Warme gehen, ist das dann das eher chilligere Aussehen. Also kann man hier, wenn man neutralweiß nimmt, sich in der Mitte aufbewahren oder aufhalten. Und wenn man mal ein schönes Ambiente haben möchte, geht man auf das Warmweiß über. Sehr schön. Zwei Weißtöne, 89% Energieersparnis. Ich denke mal, die setzen das natürlich gegen eine altmodische Glühlampe ein. Ne? Also die verbraucht trotzdem noch Strom, auch wenn es LED ist. 650 Lumen, 2700 Kelvin oder 740 Lumen, 4000 Kelvin. Das heißt also, wir haben hier 650 Lumen, ist eine mittlere bis gestiegene Farbausbeute. Schwenkbarer Reflektor ist dran, das werden wir hier oben, das sieht man da, dass man den ein bisschen kippen werden kann. Und aus Titan gefertigt, Baby. Yeah! So, wir packen aus und gucken uns das an. Oh, hier hinten haben wir auch noch ein paar Infos. LEDs sind Energieklasse A plus, A plus oder A. LED ist immer besser als die alten Dinger von früher. Ne? LED sind viel effizienter als die altbewährte Glühlampe. Aber es ist halt Evolution. Man muss erst durch die Glühlampen, um evolutionär dann zu den LED-Techniken zu kommen. Und wir sind in einer Generation geboren worden oder leben in einer Generation, wo wir die LED-Technik nutzen dürfen. Sehr gut. So, wir haben hier eine Einleitung auf Deutsch, Einbauanleitung auf Deutsch. Hier sehen wir die einzelnen Befestigungsfreunde, aber das braucht ihr nicht. Ihr guckt einfach mein Video bis zum Schluss, dann werden wir es nämlich auch aufbauen. Was haben wir hier noch stehen? LED 6 Modul, nicht austauschbar. Nennleistung ist 6 Watt. 6 Watt Nennleistung. Oh yeah. Dann haben wir hier Stromversorgung. Bautypisch ist es natürlich jetzt etwas komplexer, ein LED-System aufzubauen, als einfach Glühlampen zu nutzen, weil die Glühlampen einfach mit den 240 Volt angespeist worden konnten und eine LED-Lampe braucht dann noch ein Vorschaltgerät. So, wir haben hier die Stromversorgung, die eingewickelt ist in so einem Wickelfreund, den wir kurz mal auswickeln. So, hier haben wir die. Supply Cable for Typ bla 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 steht dran und steht da irgendwie auch eine Meter mal. Brillona Leuchten GmbH. Was ist das? 1 Meter, 2 Meter, 1,50 Meter. Ich halte es mal kurz neben mich. 1,80 Meter Kabel. Und hier haben wir ein Überbrückungsfreundchen, der kompatibel ist hierzu und dann in die Lampe selber gehen kann. Super. Dann Befestigungsmaterial für die Wand. Und dann kommen wir zum Hauptakteur, das heißt, hier haben wir die Lampe selber. Lampe sieht so aus. Plastikgehäuse. Okay. Hier der Reflektor, wie wir schon sagten, ist rotierbar, also ausrichtbar. Dann haben wir hier Stufe 1, aus Stufe 2. Okay. Dann gucken wir noch drunter. Dann haben wir zwei Anbaumöglichkeiten, hier oder dort. Wir haben also die Möglichkeit, sie so an die Wand zu setzen oder dadurch oder dann so an die Wand zu setzen. Und der Reflektor kann dann so gekippt werden, beziehungsweise wenn wir es so dran machen, kann er so gekippt werden. Also jetzt müssen wir uns vorher ausdenken, wo wir dran müssen. Dann kommen die beiden, wenn ihr eine Steinwand habt, ein Fliesenbord, kommen die dann da rein, also Loch bohren. Die da rein, die Dübel setzen und dann kommen hier die Kumpels rein. Die werden dann da reingedreht und halten dann in der Wand. Und dann wird das einfach da eingesetzt. Ne, ihr seht das System dahinter.
Loch, Wand, rein und dann runter. Also jetzt, ich drehe es um, damit man es auch richtig rum sieht. So rum würden wir es jetzt dran setzen. Bei einer Hand ist jetzt die Wand. Das wäre jetzt fest in der Wand. Dann können wir den Kopf der Schraube reinschieben und durch das Eigengewicht bzw. durch ein bisschen Drücken rastet es dann dort ein. Und das müssen wir auf beiden Seiten machen und dann können wir das Ding ganz easy peasy aufhängen. Dafür brauchen wir natürlich die Maße. Das heißt, wir müssen diese beiden Seiten messen. Von hier nach dort. Und dann wissen wir, wie weit wir da auseinandergehen können und es befestigen können. Das heißt also, wir haben hier eine Lochbreite von 47 Zentimetern. Jetzt müssen wir sie zwischen den beiden Löchern bzw. zwischen den beiden Befestigungsschrauben müssen wir 47 Zentimeter lassen, diese in der Waage halten und dann festmontieren. Auf geht's! So, jetzt geht es darum, wir werden sie anbringen wollen. Wir haben ja jetzt den Plan gehabt, sie hier oben festzumachen. Dort. Ihr könnt wählen, könntet dort. Da ist aber schwierig. Ihr müsst euch immer bedenken, ihr braucht ungefähr 0,7 cm Einrastfunktion. Das heißt, wenn ihr sie irgendwo drunter macht, dann ist es nicht funktional, weil ihr kommt da nicht rein und könnt runtersliden. Dann habt ihr nämlich einen Schlitz. Das ist möglich, sicher, aber dann müsst ihr super genau arbeiten und das wollen wir jetzt nicht. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir das hier vorne dran machen. Hier. Und zwar ganz easy peasy kleben mit doppelseitigem Klebeband, weil diese Oberfläche hier ganz zart ist. Und diese Oberfläche auch ganz zart ist. Das heißt, wenn wir dann doppelseitiges Klebeband drüber machen und es hier reindrücken, sollte es halten. Bevor ihr das immer startet, solltet ihr immer kurz das anhalten und euch angucken, wie es euch gefällt. Na, ihr könnt das ja hier indirekt dann so hinsetzen, ausrichten, fertig. Oder darunter oder darunter. Nur dann habt ihr gerade gesehen, haben wir ein Problem hier mit dem Schalter. Also bedenkt immer alles, bevor ihr montiert. Ihr müsst an den Schalter kommen. Ihr müsst dieses Ding rotieren können. Ihr müsst es montieren können. Ne? Denkt immer daran, ihr müsst ein bisschen nach unten sliden können, wenn ihr es montiert. Das heißt, der einfachste Weg hier in dem Fall ist es, mit doppelseitigem Klebeband zu arbeiten, das hier dran zu kleben, fertig. Das Kabel dann später im Nachhinein dann an der Wand entlang legen und dann verschwinden lassen. Gut, also bevor wir das aber machen, müssen wir die Area Pad freikriegen. Dazu nutzen wir uns ein bisschen Bremsenreiniger. Gehen über die Stelle, wo wir dann das Klebeband ansetzen wollen, damit wir danach eine fettfreie Oberfläche haben. Das gleiche machen wir auch auf der Lampe selber. So, fettfrei ist sie jetzt. Jetzt ziehen wir uns ein schönes Teil hier drüber. Einmal komplett drüber, gerade ansetzen und aufkleben. Weil der Bremsenreiniger nach ein paar Sekunden verdampft ist, verflüchtigt ist, hat, ist es kein Problem, da schnell loszulegen. Ne? So, kleben jetzt nicht bis ganz zum Ende, weil ansonsten würde man das ja sehen können. So, jetzt festdrücken. Doppelseitiges Klebeband könnt ihr nämlich von der zweiten Seite nämlich dann auch noch absetzen. So, jetzt guckt da hinten natürlich was drüber. Das können wir aber auch noch nutzen, weil wir wollen es ja so dran machen. Das heißt, wir kippen das jetzt um die Kurve drum und haben direkt auch hinten eine Klebefläche damit generiert. Das machen wir jetzt nicht komplett, weil wir ziehen jetzt von der ersten Seite schon mal ab. Ups. Nicht das Ganze abziehen, sondern nur die oberste Schicht. Ne? So. Und jetzt drücken wir das hier nur leicht wieder gegen, denn das wird gleich festgedrückt, wenn wir da uns das hingesetzt haben. So, jetzt ist es bereit zum Festkleben. Und jetzt können wir ansetzen. Versucht mittig zu sein. Also erstmal gegenhalten. Ihr seht hier, genau da ist die Mitte. Das heißt, wir müssen gar nichts messen. Können das dann wenden und dran drücken. So. Ihr habt ein, zwei Versuche, habt ihr. Und dann müsst ihr es festdrücken. Jetzt überall Druck ausüben, über die ganze Fläche. So. Und schon hängt das Ding. Jo. Wenn es warum auch immer nicht so gut funktionieren sollte, geht ihr einfach hin und dreht hier den Kumpel dann so, dass ihr dahinter kommt und macht kleine Schrauben rein. Drei Stück reichen.
Zwei Stück reichen auch schon, aber drei, dann habt ihr eine gleiche Fläche. Die dürfen natürlich nicht so lang sein, dass sie hier durchkommen. Haltet also die Schrauben dann da vorher gegen. Wenn die so lang sind wie jetzt, dann solltet ihr sie nicht verwenden. Die dürfen nur so die Hälfte ungefähr eintauchen. Die könntet ihr dann hier hinten einfach reinschrauben, dadurch. Nicht hier durchschrauben, nicht dadurch schrauben, weil da ist ja nämlich doch die Technik drin. Da sind die ganzen LED-Freunde, die Splitter etc. drin und die Stromverbindung. Ihr dürftet nur hier durch, also den Schraube hier durchjagen dann. Dann habt ihr das nämlich ganz fest. Aber bis jetzt macht es den Eindruck, dass es auch so hält. Jetzt können wir Stromversorgung dran machen und haben eine indirekte Beleuchtung. So, hat gut funktioniert. Also geklebt und nicht geschraubt. Wenn ihr schrauben müsst, ausmessen, dran schrauben, fertig. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.